beim Monopoly gibt es doch immer noch Spieler, die zögern, die teure Schlossallee zu kaufen, obwohl man mit der doch nachher so viel Geld verdienen kann. Und in der Praxis funktioniert es ganz ähnlich beim Kauf eines neuen Kühlschranks. Da zögern viele Verbraucher, einen neuen Kühlschrank der Energieeffizienzklasse A++ zu kaufen, der besonders energieeffizient ist, nur weil dieser Kühlschrank teurer ist als ein vergleichbarer Kühlschrank der Energieeffizienzklasse A. Aber nachher kann man mit dem besseren Kühlschrank viel mehr Strom und Geld sparen. Betrachten wir doch mal die Familie Laumann, die in der Seestraße wohnt, praktischerweise direkt neben dem Elektrizitätswerk, und die kauft sich jetzt für 700 Euro eine Kühl-Gefrier-Kombination mit dem Energieeffizienzlabel A, weil dieses Gerät 200 Euro billiger ist als ein vergleichbares, aber energiesparenderes Gerät mit dem Energieeffizienzlabel A++. Eine schlechte Entscheidung, denn das A-Gerät braucht jährlich 350 Kilowattstunden Strom. Das heißt jährlich Stromkosten in Höhe von 70 Euro und über die 16 Jahre Lebensdauer von diesem Gerät insgesamt satte 1120 Euro an Stromkosten. Das heißt, dass man bei diesem Gerät viel mehr für die Stromkosten im Betrieb zahlt als für den Kauf des Gerätes. Ganz anders die Familie Kuhlmann in der Hafenstraße. Die kauft sich eine Kühl-Gefrier-Kombination mit dem Energieeffizienzlabel A++ für 900 Euro, ist also 200 Euro teurer als das Gerät mit Energieeffizienzklasse A. Aber das neue Gerät, das energieeffizientere, spart sehr viel Strom. Es verbraucht nur 225 Kilowattstunden pro Jahr. Und über die 16 Jahre Lebensdauer spart es im Vergleich zum anderen Gerät 2000 Kilowattstunden Strom und insgesamt 400 Euro an Stromkosten. Damit stehen die Sieger im Kühlschrank-Monopoly fest. Es ist zum einen die Familie Kuhlmann, die spart bei den Gesamtkosten im Vergleich zu dem schlechteren A-Gerät insgesamt 200 Euro. Und es ist die Umwelt, denn ihr bleiben 1320 Kilogramm klimaschädliches CO2 erspart.